türkische Panzern. Die Türkei argumentiert, mit einer Besetzung Nordsyriens die Rückkehr syrischer Flüchtlinge ermöglichen zu wollen. Die dortige Selbstverwaltung erklärt, alle Rückkehrwilligen zu unterstützen, solange sie nicht mit türkischen Panzern kommen. Während der türkische Staat weiter mit einer Besatzung Nord- und Ostsyrien droht, haben US-Militärs in den vergangenen beiden Tagen Gespräche über eine Sicherheitszone an der türkisch-syrischen Staatsgrenze in der Türkei geführt. Die Autonomieverwaltung von Nord- und Ostsyrien bemüht sich mit diplomatischen Mitteln, einen Krieg zu verhindern. Bei einem Treffen mit Vertretern der USA und der internationalen Koalition war eines der zur Sprache gekommenen Argumente, mit denen die Türkei die geplante Besatzung zu legitimieren versucht. Die Rückkehr von syrischen Flüchtlingen aus der Türkei in die Region. Demnach will der türkische Staat die Region ihren wahren Besitzern übergeben. Gegenüber ANEF hat sich Hamid Al-Abid aus Giresunspor Al-Abad zu dieser Argumentation geäußert. Al-Abid ist Co-Vorsitzender der Selbstverwaltung des nordsyrischen Kantons, der als erstes mögliche Angriffsziel einer türkischen Invasion gilt. Eine türkische Besatzung werde in keinem Fall hingenommen, beginnt er seine Ausführungen. Die wahren Besitzer dieser Region sind wir. Wer aus verschiedenen Gründen in die Türkei migriert ist, kann jederzeit zurückkommen. Wenn jemand mit türkischen Panzern zurückkehren will, können wir das jedoch nicht akzeptieren. Wir wissen, wer die wahren Besitzer hier sind. Giresunspor sind. Als der syrische Syrienkrieg begann, gab es über 100 Gruppen unter dem Label Freie Syrische Armee. Nach gewisser Zeit brach unter ihnen ein Aufteilungskrieg aus und als der IS kam, schlossen sich ihm viele an. Andere sind geflüchtet. Und dann kamen die JPG und JPSche und haben die Region befreit. Mit diesen Worten fasste er die letzten 8 Jahre in Giresunspor zusammen. Nur Verbrechen sehen eine Lösung in den türkischen Panzern. Zu den ständigen wiederholten Behauptungen der Türkei, die Bevölkerung sei aus der Region vertrieben worden, meint Al-Abid, wir rufen die Menschen aus Giresunspor, die in der Türkei gegangen sind, ein weiteres Mal zur Rückkehr auf. Diesen Aufruf haben wir bereits mehrmals gemacht. Kommt zurück und lebt in euren Häusern in eurem eigenen Land. Diejenigen, die Verbrechen an der Bevölkerung begangen haben, wollen es jedoch nicht und sehen die türkische Panzer als Rückkehrmöglichkeit. Nachforschungen jederzeit möglich. Der türkische Staat behauptet ständig, dass uns diese Region nicht gehört. Das kann jedoch leicht untersucht werden. Sind wir etwa aus Afghanistan gekommen? Wir sind die wahren Besitzer, erläuterte der Kantonsvorsitzende und verweist darauf, dass es sich bei vielen der vermeintlich Rückkehrwilligen in der Türkei und Islamisten handelt. Viele in der Türkei befindlichen Personen sind IS-Mitglieder. Die Türkei schiebt sie vor, um ihre neo-osmanischen Träume zu verwirklichen. So ist die Lage. 4 Jahre friedliches Zusammenleben. Al-Abid will keinen Krieg. Er betonte, dass die Selbstverwaltung Frieden will und Region weiter verteidigen wird. Wir leben seit 4 Jahren geschwisterlich als Araber, Kurden, Aramäer und Türkmen zusammen. Innerhalb dieser 4 Jahren kann uns keine einzige Rechtsverletzung zum Vorwurf gemacht werden. Denn die Grundlage unseres Lebens hier ist die Geschwisterlichkeit der Völker. Zwischen uns gibt es keine Machtkämpfe. Bei Konflikten wird offen darüber diskutiert. Falls notwendig, wird eine juristische Lösung gefunden. Es gibt Gerichte und ein Rechtssystem. Wir lösen die Probleme nicht dadurch, dass Menschen geköpft, gefoltert oder beraubt werden. Aufruf von Tevdem. Der kurdische Politiker Aldar Khalil, der Mitglied im Exekutivrat von Tevdem ist, hat sich an ANF Interview zu der türkischen Argumentation geäußert und bestätigte die Angaben des Kantonsvorsitzenden von Giresunspor. Wir haben schon immer gesagt, dass alle Syrer,
die Region wegen des Krieges oder aus anderem Grunde verlassen haben, in ihr Land zurückkommen sollen. Wir sind bereit, sie bei einem Neuanfang in jeglicher Form zu unterstützen. Erdogan geht es jedoch um etwas anderes. Er will bewaffnete Gruppen in der Region ansiedeln. Auch seine Kollegin Foza Yusuf hat in einer Sendung bei Ronahi TV, die aus Nord- und Ostsyrien, die Türkei oder andere Länder Migranten zur Rückkehr aufgerufen. Tevdem.